Wer zu mir in eine normale Yogastunde kommt, der hört das, was ich euch jetzt hier in diesem Video erkläre, am Anfang jeder Stunde. Das sind so ein paar Richtlinien, die für euch das Yoga üben deutlich sicherer machen. Was ganz wichtig ist, dieses Online-Yoga ist eine gute Möglichkeit, Yoga zu üben, kann aber nicht den Yoga-Unterricht mit einem Lehrer vor Ort ersetzen. Heißt, falls du noch nie Yoga gemacht hast, würde ich dir wirklich ans Herz legen, auch in persönliche Klassen zu kommen. Ob das bei mir ist oder bei jemand anderem. Aber das hilft ganz doll, um die Ausrichtungsprinzipien genauer kennenzulernen und dadurch sicherer zu praktizieren. Was mir auch wichtig ist, ist, dass du in deinem eigenen Tempo übst. Ich sag Sachen an, das hat ein gewisses Tempo, aber du darfst immer Pausen machen zwischendurch. Du kannst entweder das Video auf Pause machen oder einfach die nächste Position überspringen, weil nur dann, wenn du dir genügend Zeit lässt, kannst du dann auch die Vorteile der Position genießen. Um Yoga sicher zu praktizieren, ist ganz wichtig, dass du auf deinen Körper hörst. Wir als Yogalehrer versuchen natürlich, so sicher und allgemein zu unterrichten, wie es geht. Aber vor allem beim Online-Yoga, da sieht dich niemand. Da kann dir niemand das direkte Feedback geben. Da musst du wirklich ganz besonders drauf hören, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Und vertrau dir da auch selber. Also du bist der Experte für deinen Körper. Nur du kannst fühlen, was in dir selber vor sich geht, wie es sich anhört. Und scheu dich da auch nicht, deine Yoga-Praxis für dich anzupassen. Yoga-Positionen dürfen neu sein, sie dürfen unangenehm sein. Das sind wirklich manchmal, vor allem wenn man noch neu beim Yoga ist, sind die Positionen manchmal auch sehr anstrengend. Das ist alles gewollt, das darf alles so sein. Was nie sein sollte, ist, dass man Schmerzen hat, vor allem auch im Bereich der Gelenke. Falls es dort so ist, dann einfach langsam aus der Position hinausgehen. Vielleicht klappt die Position beim nächsten Mal. Wenn sie nicht funktioniert, dann einfach die Position überspringen. Dann findet man andere Möglichkeiten, um die Vorteile dieser Position zu bekommen. Das Ziel von so einer Yogastunde ist, dass es einem danach besser geht als davor, dass man vielleicht was gelernt hat, dass einem weniger wehtut oder im besten Fall gar nichts mehr wehtut. Da geht es überhaupt nicht darum, ob man jetzt Position XY oder Z gemacht hat. Ich habe auch Positionen, mit denen ich nicht so zurechtkomme. Natürlich muss man dazwischendurch dann immer mal wieder hingehen und schauen, warum ist das so, aber das kann man dann auch nur in dem persönlichen 1:1 mit einem erfahrenen Lehrer klären. Wenn du schwanger bist, eine Verletzung hast oder langwierige Krankheiten, dann sprich bitte vorher mit deinem Arzt oder Physiotherapeuten, ob Yoga für dich geeignet ist und was für eine Art von Yoga du machen kannst. Das ist ganz wichtig, damit du einfach weißt, was funktioniert nicht, damit du dann das meiste aus diesen Yogastunden mit herausholen kannst. Wenn du ansonsten noch Fragen hast, ob du Yoga praktizieren kannst, wie du Yoga praktizieren kannst, schreib mir gerne eine Nachricht. Ich werde versuchen, dir das so gut wie möglich zu beantworten, damit du viel Spaß und eine möglichst lange Yoga-Praxis hast. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Praktizieren. Bis hoffentlich bald.